Grosses Pech für die People's Airlines Algerie. Kaum stockt sie den Flugplan wieder auf und schickt wieder täglich zwei Flugzeuge auf Wien und zurück, kommt der grosse Dämpfer vom Bundesamt für Gesundheit. Das setzt nämlich Wien neu auf die Risikoliste. Passagiere, die von Wien zurück auf Algerie kommen, müssen heute neu in die Quarantäne. Dominik Zulian. Schlimmer könnte der Zeitpunkt wohl nicht sein. Nur gerade einen Tag nach der Aufstockung der Fluglinie Algerie-Wien auf zwei Flüge hin und zurück täglich gilt bereits eine Quarantänepflicht für Reisende, die aus der österreichischen Hauptstadt zurückkommen. Für die Fluggesellschaft ein Schock. Flüge wären aber vorerst keine gestrichen. Die grosse Hoffnung liegt vor allem auf den Leuten aus dem Vorarlberg, die ab Algerie fliegen. Die sind von der Quarantäneregelung nämlich ausgenommen, weil sie nur durch die Schweiz durchreisen und nicht bleiben. Im Gegensatz zu der Schweiz sind dort auch die Buchungszahlen stabil. Mit Stornierungen überkommen, vor allem von der Schweizer Seite, ist ja verständlich, weil die müssten ja dann in die Quarantäne. Von der Vorarlberger Seite haben wir so weit, was ich im Moment weiss, sind nicht grosse Stornierungen reingekommen. Sollte sich das aber ändern, könnte auch der Flugplan angeglichen werden und so die Flugzeuge wieder am Boden bleiben. Für die kleine Fluggesellschaft ein Horrorszenario. Wir haben auch nicht endlos finanzielle Mittel zur Verfügung. Irgendwann muss es ja schon wieder mal anlaufen. Und so wie es jetzt seit der Aufhebung Mitte Juni angelaufen ist, haben wir eigentlich eine gute Entwicklung gesehen, ganz speziell auch beim Flugplatz. Jetzt hoffen wir natürlich, dass jetzt die Linien und Charterflüge nicht noch mehr getroffen werden. Auch wenn die Hoffnung da ist, die Stimmung bei People's ist wie bei allen anderen Fluggesellschaften am Boden. Die verlieren auch jetzt noch jeden Tag Millionen.